Wir sind da drüben. Da. Herzlich willkommen im Sommerstudio in der Marsstraße. Mit den üblichen Verdächtigen. Neben mir Herr Philipp S. Servus. Und mit mir, Zimmi. Und natürlich mit unserer Losfee Gabi H. Buenos dias, ¿cómo están? Ja, bauen Sie die Mole-Bohrung gerade? Ja, gut. Und mich nicht vergessen. Natürlich vergessen wir Sie nicht, Herr Mauli. Und somit schreiten wir sofort zur Auslosung des Halbfinals der ersten Münchner Terraforming Mars Meisterschaft. Von 16 Teilnehmern haben es 10 ins Halbfinale geschafft. Auf Tisch 1 wird das Grundspiel gespielt. Und auf Tisch 2 Elysium. Ja, und ich würde sagen, Frau Gabi H., fangen wir an. An jedem Tisch werden 5 Teilnehmer zugelost werden. Wer wird der Startspieler bei Tisch 1? Ingrid K. Auf Tisch 2 wird Startspieler Philipp S. Ausgezeichnet. Nun zum dritten Teilnehmer, Frau Gabi H. Flo K. Nun zum Gegner von Philipp S. Björn S. Der Führende in der Gesamtwertung wurde gerade gezogen. Wer ist der nächste Teilnehmer auf Tisch 1? Ein Zimmi. Oh, mit Ingrid K. und Flo K. Naja, Flo K. wird nicht noch mal so viel Glück haben. Da gehe ich fast jede Wette ein. Doch nun zu Tisch 2. Wer ist der Nächste am Tisch? Dennis P. Nun, Frau Gabi H., Sie sind leider herausgeflogen in der ersten Runde. Woran lag es denn? Tja, falsche Konzern und zu wenig Tequila. Tja, das kann einem passieren. Hoffentlich passiert das dem vierten Teilnehmer auf Tisch 1 nicht. Natascha W. Und der vierte auf Tisch 2 wird... LF. Jetzt wird Tisch 5 komplettiert. Lin F. Na, hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Der letzte freie Platz geht an... Wieder einmal Klaus H. Alle 10 Teilnehmer wurden ihren Tischen nun zugelost und wir müssen uns herzlich bedanken bei unserer Losfee, Frau Gabi H. Vielen Dank. Bitteschön und schade, dass ich nicht dabei bin, aber ich suche jetzt das Tequila für das Finale. Tschüss, auf Wiedersehen. Nun, Herr Philipp S., ich glaube, bei dieser Konstellation ist ziemlich klar, was die Todesgruppe ist, nicht wahr? Ja, ich fürchte es auch. Also Tisch 2 ist schon hochkarätig besetzt. Also das wird nicht leicht, ja.
Björn S. als Gesamtführenden, als Gegner LF, Dennis P. war auch nicht schlecht. Ja, das waren schon beeindruckende Leistungen, die ich da gesehen habe. Björn S. war wirklich der Überraschungsgast von Tisch 4 war es. Das kann man sagen. Und auch Klaus H., der zwar nur durch die Mohole-Bohrung reingekommen ist ins Halbfinale, kann auch wieder ins Finale kommen. Natürlich. Die Chance hat ja dank der Mohole-Bohrung jeder. Und was sagen Sie zu Tisch 1? Simi hat eine sehr imposante Aufholjagd durchgeführt beim letzten Spiel. Also das muss ich sagen. Ich dachte nicht, dass er es noch auf Platz 2 schafft. Und Natascha W. Hat viele Punkte gemacht, obwohl sie auch viel Geld hat liegen lassen durch kleine Fehler. Ja, das sollte jetzt natürlich im Halbfinale nicht mehr passieren. Die Schiedsrichter werden wesentlich strenger sein. Das denke ich auch. Die Schiedsrichter werden strenger werden. Herr Mauli, was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ja, die Ingrid K. kommt weiter mit der Mohole-Bohrung. Das ist doch klar. Na, wenn das so klar ist, und trotzdem glaube ich, dass einige der Teilnehmer heimlich noch ein paar Trainingsspiele absolvieren werden. Das schadet nie, nicht wahr, Klaus H.? Damit ist die Halbfinalauslosung beendet und wir verabschieden uns aus dem Sommerstudio in der Marsstraße. Mein Name ist Zimi. Und mein Name ist Philipp S. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf zwei spannende Halbfinalrunden. Und auf die Mohole-Bohrung. Ciao. Herzlich willkommen. Wo eigentlich? Guten Tag. Nein. Ja, und wir fangen gleich mit der Auslosung zum Halbfinale an. Wenn der Lärm weg ist. Meine Damen und Herren, wir beginnen gleich mit der Auslosung des Halbfinals. Natürlich vergessen wir sie nicht. Auf Tisch 1 wird das Grundspiel gespielt. Und auf Tisch 2? Elysium. Die ersten zwei Startplätze sind verlost. Schreiten wir zu den zweiten Plätzen. Das ist ein Scheiß. Okay, ich lass laufen. Ja. Nun kommen wir zu was? Okay. Ja. Warte. Das wird lange dauern. Nein! Das ist wieder Klaus der Letzte. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Genauso wie bei der letzten Verlosung. Das letzte. Ich bin der Hexe hier. Läuft. Na, hoffentlich. Was habe ich vorher gesagt? Keine Ahnung. Das gibt's auch viel. Alle Teilnehmer. Mal in Ruhe. Dann hoffen wir. Nee, nochmal. Na, wenn das so klar ist, dann. Ja, keine Ahnung. Was sagen Sie? Ja, das ist durchaus im. Ach komm, das ist doch bescheuert. Vielen Dank. Mein Name war Zimi. Ist. War ja nicht. Ist er immer noch. Ja. Okay, nochmal. Mein Name ist Zimi. Und mein Name ist Philipp S. Was kommt? Das sieht blöd aus.